Willkommen zur Klasseneinführung des Glaubensklerikers in Neverwinter hier auf Korgel.com. Wie bei vielen anderen RPGs wird diese Klasse wahrscheinlich schmerzhaft unterbesetzt sein. Und das, obwohl sie für eine Gruppe unglaublich wichtig ist. Ja, der Glaubenskleriker ist der Heiler. Und kein Mensch will Heiler sein, weil es einfach viel mehr Spaß macht, in Ärsche zu treten, statt Ärsche zu retten. Die Entwickler bei Perfect World waren sich dieser Sache wohl bewusst, denn sie haben die Heilungszauber teilweise in das Gewand von Angriffszaubern gepackt. Ihr könnt eure Gegner nämlich mit diesem Angriff hier nicht nur direkt schaden, sondern jeder weitere Treffer des Gegners bringt euch auch kostbare Lebensenergie. Dazu kommt dann dieser Lanzenfernangriff und die Rundumattacke, die euch ebenfalls heilt. Als täglicher Angriff kommt der Feuervogel da vorbei, um eure Gegner anzugreifen und eure Verbündeten zu heilen. Die Aufgabe des Glaubensklerikers in der Gruppe ist ziemlich klar, denke ich. Hinten bleiben und dafür sorgen, dass die anderen am Leben bleiben, während sie Spaß haben. Man kann den Glaubenskleriker zwar auch in Richtung Angriff züchten, aber irgendwie fühlt sich das nicht ganz nach dem Sinn der Sache an. Wer angreifen will, sollte eher zu einer der anderen Klassen greifen. Ein Glaubenskleriker hingegen sollte man in seinen Heilungskräften verstärken und es steht fest, dass er insbesondere bei den schwierigen Bosskämpfen den Unterschied machen wird zwischen Sieg und Niederlage. Ein guter Heiler ist in jeder Gruppe immer gern gesehen. Wer also beliebt sein will, der levelt sich einen Heiler zurecht, der so große Wunder vollbringt, dass man eine Religion in seinem Namen gründet. So viel zum Glaubenskleriker. Bis zum nächsten Video auf Korgel.com.